kann ich auch gerne hinschicken. Das ist so von Edmar vom Kanal. Jetzt lass mich essen. Mist. Oh. Machen wir hier lang. Das war denn so, oh, nicht Film dabei. Das war denn hier. Nee, der kann ich. Ich kann das ja jetzt hier nicht. Was war an der Gabel dran? Das ist super scharf, ich sterbe. Was? Was war an der Gabel dran? Ich sterbe. Rührei. Nee, irgendwas Scharfes. Ja, Rührei. Alter, wenn es da und da ist, oder wenn es halt irgendwie böse Fuchs ist. Das ist einfach verflucht, so ein Geduldsspielchen. Ja. Ich hab da so eine Okay. Und das Ganze nur in 2,5 Stunden. Und einer am Fernlass und einer reist in die Richtung mit der Karte nach. Das ist genau. Eigentlich alles hatte ich bei 3.
gekommen ist. Beziehungsweise die haben wir sowieso eine ganze. Wolltest du noch was Vegetarisches vorweg machen oder sollen wir sonst gleich ganz normal unseren Bratenkram machen? Du kannst nachher natürlich davon unabhängig die Pfanne auch benutzen. Noch. Cool. Ne? Also die ist ja, die da, geht ja, da geht ja einiges. Die Jägerpfanne kann er ja natürlich auch gut benutzen. Ja. Okay, dann machen wir das so. Gut. Okay. So, Matten raus. Noch ein bisschen Öl rein, ne? Ja. Ja. Ja, nee, alles gut. Nein. Und lecker? Ja. Super lecker. Alles klar. Was isst du denn? Ja, danke sehr. Gut, dann. Super schön. Hier, tschüss. Wir haben hier Rehrücken mit Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln zusammen. Das Ganze im Dutch Oven fertig gemacht. Das ist der absolute Hammer. Das kriegen andere nicht in der Küche hin. Thank you.
gucken wir mal hier. Ist die Seite besser? Hier kann ich dir gleich sagen. Ich mach mal so einen Mix. Vielleicht noch ein bisschen weniger werden. Arne, was gibt's denn gleich? Ein Braten. Im Dutch Oven. Mit was ist das denn? Aus dem Dutch Oven. Da drin ist das ist der Thomas. Oh, da drin haben wir eine adventliche Mischung aus Spekulatius, Rosinen, Cranberries, Mandeln, Erdnüssen und reicht. Und was bereitest du gerade? Fertig gemacht haben wir jetzt außerdem eine frische, die Betonung liegt auf frische, Vanillesoße. Mit Vanilleschoten hast du da. Vanilleschoten, Eigelb und Milch. Mhm. Was hattest du eben gesagt? Was ich gesagt hatte, hat das Bushcraft-Leben. Die ganze Zeit auch ziemlich dicht beigeblieben und so weiter. Und oh, meine Hanne. Na, Mr. 6 Uhr. Ich hab einfach nichts mehr gehalten. Ey, ihr habt ja auch voll das geile Wetter verpasst. Fürchterlich. Ey, 6 Uhr. Das macht man nicht. Aber gut geknackt hat das heute Nacht. Ach, ja, ihr seht ja davon gar nichts mehr. Aber wir hatten richtig Bock, auf jeden Fall. War überall Eis drauf. War richtig laut, aber beim Gehen, weil alles geknackt hat. Hat so Bogen geschossen. Das Feuer ist schon wieder runtergebrannt. Hund ist durchgegangen. Naja, das ist durchgegangen. Ich habe mal kurz eine ganz kleine Eigenjagd gemacht, aber hat sich ja wieder abrufen lassen nachher. Hier! Krass!